Lektion 275. Gottes heilende Stimme schützt heute alle Dinge. Lass uns heute auf die Stimme für Gott achten, die eine alte Lektion spricht, die heute nicht wahrer als an irgendeinem anderen Tag ist. Doch wurde dieser Tag als jene Zeit gewählt, in der wir suchen, hören, lernen und verstehen werden. Schließe dich beim Hören an, denn die Stimme für Gott berichtet uns von Dingen, die wir allein nicht verstehen noch getrennt erlernen können. Das ist es, worin alle Dinge geschützt sind. Und darin wird die Heilung der Stimme für Gott gefunden. Deine heilende Stimme schützt heute alle Dinge. So überlasse ich denn alle Dinge dir. Ich brauche mich, um nichts zu sorgen, denn deine Stimme wird mir sagen, was ich tun, wohin ich gehen soll, zu wem ich sprechen und was ich zu ihm sagen soll, welche Gedanken ich denken und welche Worte ich der Welt geben soll. Die Sicherheit, die ich bringe, ist mir gegeben. Vater, deine Stimme schützt durch mich alle Dinge. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und viele von euch werden sagen, ich höre hier überhaupt nichts. Viele von euch werden sagen, diese Stimme spricht nicht zu mir. Aber das stimmt nicht. Es gibt winzig kleine Impulse. Es gibt kleine Ideen. Es gibt kleine Impressionen oder Eindrücke, die auf deinem Weg dir begegnet, aber du kannst sie nicht hören, weil die Stimme des Egos zu laut ist. Das ist der Grund, weshalb wir diese Lektion praktizieren. Wir praktizieren diese Lektion, damit du beginnst, die Idee zu erwägen, dass es eine andere Welt gibt, zu der du Zugang haben kannst, wenn du deinen Geist still werden lässt. Das Ego glaubt, wenn dein Geist still wäre, dann hättest du keinerlei Kontrolle und du wärst nicht in der Lage, Menschen dazu zu bewegen, dass sie das tun, was du möchtest. Und du würdest nicht das bekommen, was du möchtest. Und diejenigen, die den Kurs schon seit vielen Jahren praktizieren, werden euch immer sagen, wenn sie ihn richtig praktiziert haben und ihre Vergebungsarbeit gemacht haben und sich ihrer Führung hingegeben haben. Und die werden euch sagen, dass ihr Leben viele, viele Male besser ist als in der Zeit, als das Ego das Sagen hatte. Also ist es eine Geschichte, die das Ego sich ausdenkt. Wenn du es auf das Ego hören würdest, dann würde dein Leben gut laufen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wenn du aufs Ego hörst, dann ist dein Leben armselig. Und es wird weiterhin immer schlechter und schlechter werden, wenn du älter wirst. Die Negativität, die Blockaden, die Beschuldigung und die Besorgnis nehmen zu, wenn du älter wirst, denn du stärkst sie die ganze Zeit. Wenn du diese wundervolle Arbeit tust, dann verringerst du die Macht des Egos. Du investierst immer weniger und weniger in das Ego in der ganzen Zeit. Und mit der Zeit wirst du eine wunderschöne Transformation sehen, deiner eigenen Welt. Einige von euch haben das jetzt noch nicht lang genug gemacht, um diese Demonstration zu haben, von der massiven Transformation. Aber viele von euch haben jetzt schon einen guten Tag, wo sie früher keinen guten Tag hatten. Ihr habt längere Phasen von Frieden. Und sie werden dann unterbrochen, wenn das Ego wieder die Richtung vorgibt. Und ihr fallt mal wieder in so ein Hasenloch runter. Oder einen Kaninchenbau in das Unbewusste. Aber ihr wisst und ihr könnt sehen, dass sich die Dinge langsam verbessern. Und das ist das Vertrauen, das sich jetzt in allen von euch entwickelt. Und das ist das Vertrauen, dass diese Arbeit wirklich Wunder wirkt. Und das Buch selbst wurde dementsprechend richtig benannt mit Ein Kurs in Wundern. Bleibt dabei,
eure Wunder zu wirken, indem ihr euch so oft es geht für die Liebe entscheidet in eurem Tag und macht eure Lektion und gebt euch dieser kleinen, stillen Stimme hin in euch, die euch führt zu gesünderen Entscheidungen. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.